Hallo ihr Lieben! Hi. Im Hintergrund siehst du die Kajutkalat-Pagode, hoch oben auf einem Felsen gelegen. Ähnelt ein bisschen dem James-Bond-Felsen aus Thailand. Die Pagode ist von Pa An aus circa in 20 Minuten zu erreichen und von Mulmain fährst du ungefähr anderthalb Stunden. Wir sind jetzt hier bei den 1000 Buddhas. Das ist auch gleichzeitig der Eintritt zum Mount Zwegabin. Zwegabin, ja. Den du hier im Hintergrund siehst. Ja, der Aufstieg auf den Berg soll circa 2 Stunden dauern. Soll besonders schön bei Sonnenaufgang sein, aber da musst du halt sehr früh los, schon so gegen 4 Uhr morgens hier sein. Wir haben es leider nicht geschafft. Oder wir wollten es nicht schaffen, sagen wir mal so. Es ist auch von hier unten sehr schön. Ebenfalls ein nettes Ausflugsziel von Mulmain oder Pa An ist die Sadan Cave. Ist vor allen Dingen auch eine schöne kleine Abkühlung und sehr beeindruckend, die ist wirklich riesengroß, die Höhle. Ein Besuch zur Sadan Cave lohnt sich auf jeden Fall. Der Eintritt hat 1000 Chat gekostet, sind ungefähr 60 Cent. Du kannst dann durch die Höhle gehen, dauert ungefähr 10-15 Minuten. Am Ende der Höhle kannst du dich da noch mit dem Boot fahren lassen. Das kostet 1500 Chat pro Person, sind dann ungefähr 80 Cent. Ganz interessant, denn du fährst irgendwie unter dieser Höhle durch und sieht auf jeden Fall geil aus. Und als Tipp? Nimm deine Schuhe mit. Ja, denn du musst nach der Bootsfahrt musst du wieder zum Eingang zurücklaufen. Und je nachdem, wie spät es schon ist, ist der Boden extrem heiß, wenn du barfuß läufst. Also nimm die Schuhe in die Hand und dann bist du auf der sicheren Seite. Ja, ihr Lieben, wir nutzen diese nette Kulisse im Hintergrund mal, um ein kleines Zwischenfazit von unserem Myanmar-Trip zu ziehen. Ja, erstens hätten wir nicht gedacht, dass uns das hier so gut gefällt und dass alles so easy funktioniert. Haben uns leider wir haben uns halt relativ lang im Süden aufgehalten, im unentdeckten Süden. War mega geil, hat uns mega gut gefallen. Sind jetzt gerade in Mulmain und die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Wir müssen jetzt im Norden die ganzen großen Sehenswürdigkeiten
wie zum Beispiel Mandalay, Inle Lake, Bagan, Rangoon, Nagapali Beach. Das passt gar nicht mehr alles, was wir noch vorhaben. Und dann haben wir uns jetzt entschlossen, den Nagapali Beach zum Beispiel zu streichen, da gar nicht hinzufahren. Eigentlich wollten wir auch noch super gerne den Golden Rock besuchen. Also das war so ein Ziel, wo wir super gerne hingewollt hätten. Aber wir haben jetzt in Ye welche getroffen, die von dort kamen. Und glücklicherweise haben die uns Fotos gezeigt von dem Golden Rock. Der ist komplett eingepackt. Also die sind da anscheinend irgendwie am Renovieren. Man sieht ihn überhaupt nicht. Spielt uns ziemlich gut in die Karten, wobei wir natürlich sehr gern gesehen hätten. Also von uns auf jeden Fall schon mal der Süden Myanmars, Hammer. Wenn du die Möglichkeit hast, reist dahin. Es ist wirklich wunderschön, auch von den Menschen her, die sind alle super lieb. Und von der Landschaft, es ist alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber gerade das ist das Schöne. Und wer weiß, wie lange das noch so ist.